So, und damit hallo und herzlich willkommen zum Finale. Ja, warum? Neues Video. Ich habe mal alles Mögliche umgestellt. Er schmiert mir immer ab bei der Endsequenz. Und die kann ich, glaube ich, nicht abstellen. Deswegen versuchen wir das doch einfach nochmal. Ja, gut. Wir können nichts machen. Ich hoffe mal, dass ich es hinbekomme. Notfalls muss ich mir was überlegen. Ich hatte es ja schon mal durchgespielt. Aber ja, das war's. Das ist leider das Problem. Irgendwie läuft es sehr, sehr, sehr instabil. Das lief mal besser, aber gut. Sei es drum, wir begeben uns in die letzte Schlacht. Wie auch schon in Teil 1. Es geht bergab. Ah ja, Schatteneffekte sind jetzt irgendwie falsch. Hoffentlich kriegen wir das so hin. Da ist auch schon der Bösewicht. Der Primogen. Wieder eine niedliche Ameise mit Flügeln. So, jetzt geht's los. Ich freue mich auch schon auf die Bomben, denn die kenne ich noch. Die waren, glaube ich, sehr angenehm. Ja, ich möchte mich natürlich zerstören. Das wollen viele. So, was ist uns erst? Ah ja, die Bömmchen kommen als erstes. Toll. Ach ja, vielleicht nicht in die Explosion reinlaufen. Das ist echt nicht so dumm. Och, dumm ist, wenn man es dann doch macht. Na, kommt die kleinen Fliegeviecher schon. Schön Energie. So, jetzt muss gleich der Chef kommen, oder? Ach, jetzt ist schon wieder die Energie weg. Wieso tut er das? Und jetzt. Da ist er wieder, die Munition. So, schön die Fühler wegballern. Lebensenergie. Und nimm es mir wieder kurz vor knapp weg. Nein, nicht regenerieren. Nicht regenerieren. So. Ach, das sind nur die Kleinen. Lass das. Nicht regenerieren, habe ich gesagt. So, schnell die Fühler ab. Die sind ab. Mit der? Ist den Kopf weg. Was macht er jetzt? Keine Ahnung. Möchte ich jetzt nicht von Acker machen? Lass das sein. So, jetzt. Haha. Achso, jetzt wird's heiß. Er fliegt schnell zurück. Jetzt kommt bestimmt wieder seine Viecher wieder. Seine Fliegeviecher. So, halbe Energie haben wir noch. Und das dahin hätte ich gern. Das ist mich der. Oh. Heiße Herdplatte. Oh. Perfekt. Kommt jetzt gleich wieder. Ja, da ist er. Das ist mich stinksauer. Glaube ich. Wo ist er? Ach, da ist er. Jetzt das lustige Ärmchen. Und es ist ab. Oder? Wo ist er hin? Da ist er hin. Ja, nicht die Bienchen jetzt auch zu holen. Das muss doch nicht sein. Euer Arm ist ab. Stört ihn aber gar nicht. Schon krass. Oh Gott, jetzt schießt er wieder, genau. Noch haben wir ein bisschen Lebensenergie. Da lacht er. 8 lives remaining. Ja, wird jetzt wieder zurückgesetzt? Kommt jetzt wieder die erste Phase? Ich weiß es nicht.
Ja, der hat alles wieder. Dann machen wir das nicht so. Ich lasse mich ja nicht von dem Verhohne piepeln. Kann er nicht angehen? Achso. Ich habe ihn übrigens ohne zu rapieren schon alle gemacht jetzt, aber wie gesagt, das hat er nicht so ganz gespeichert. Und das finde ich da ein bisschen frech. Was hat er jetzt für ein Problem? Jetzt wird er voll da. Entschuldigung. Juckt mich nicht. Nochmal das Ganze. So, jetzt bitte genau, nur auf den lustigen Unterarm, bis er abfällt. Wahrscheinlich bei der Hälfte hat er nicht mehr, oder? Da ist er dran. Das ist genau. Und du bist pitiful. Er hat Mitleid mit mir. Du musst doch kein Mitleid haben. Hör ab. Ja, ich wage es. Kopftreffer, Kopftreffer. Na, gefällt dir das? Jetzt kommt er ab, der Arm. Wieso will der Arm nicht ab? Achso, jetzt muss der Kopf dran glauben. Was zur Hölle? 8 lives remaining. Ach Mann. Ja, es wird gerade sehr nervtötend. Muss es zugeben. Das Kampf hier mehrfach zu machen, das ist irgendwie nicht so spannend. Wobei ich eigentlich schon fertig bin. Ja, komm. Oh Mann. Okay, dann erstmal Lebensenergie. Okay, auf Entfernung habe ich die besseren Karten. Nerv ist keines Mistvieh. Wo ist er hin? Achso, er schwebt. Hör auf zu schweben. Was macht er jetzt? Jetzt geht er nach Hause. So, bitte Heilung, wenn es recht ist. Vielen Dank. Bitte noch mehr Heilung. So leicht ist es gar nicht. Tu nicht so. Sehr schön. Vielleicht kriegen wir mal mehr als nur ein einziges zur Abwechslung. Ach, die Bombe ist direkt neben mir. Super. Komm schon. Ist mir so egal. Ich speichere den Grund und Boden. Selbstgabe quasi. Na komm ran. Schreib dich nicht ab. So, was hat er jetzt? Schädel, ne? Ja, jetzt schubst du. Ist doch keine Art. So, was haben wir hier? Lebensenergie, sehr gut. Sehr fertig, oder? So, jetzt bitte nicht abschmieren. Oh, komische Sounds schon wieder.
Jawohl. Es funktioniert. Ja, stirb du Ratte. Eigentlich ein flawless victory. Verdammte Bugs. Verdammte Abstürze. Stille. Wir haben gesiegt. Primogen stoked. Joshua weiß, wie das erhält. Oh, jetzt kriegen wir die Belohnung von der guten Adon. The Primogen has been destroyed, Turok. The combined energy from the totems has shattered his body and destroyed the last traces of his telepathic powers. The Omniverse is in your debt. I have been unable to identify the force which conspired against you during your battle with the Primogen. Its form eluded me. While I searched, a feeling of dread washed over me. A feeling unlike any that I have ever experienced. There is a natural balance in the cosmos between that which we define as good and that which we know as evil. Light and dark, order and chaos. Although I have been unable to gain any specific knowledge of this being, its energy signature feels as if it exists beyond either fundamental force. And one other thing, Joshua. Each time I scanned this entity's signature, I also detected the energies of the Turok lineage as well. Whatever it is, your ancestors have dealt with it before. Tja, wir müssen also immer wieder und immer wieder ran. So oder so ähnlich. Ist es wohl zu verstehen? Ah, ganz leise Musik gespielt im Hintergrund. Warum ist sie so leise? Ich weiß es nicht. Naja, ist auch egal. Ist immer noch besser, als wenn sie uns ins Ohr dröhnt. Okay, das wäre geschafft. Man muss also einfach nur den Renderer ändern. Und das Ganze im Fenster laufen lassen. Und auf einmal geht das. So einfach kann es also gehen. Ich verstehe. Ja, das war Turok 2. Das Remaster von Seeds of Evil. Das gute alte N64-Spielchen. Ein hervorragendes Spiel, wie ich finde, immer noch. Macht immer wieder Laune, deswegen gibt es ja hier den zweiten Durchgang. Davor halt in der SD, jetzt mal in HD. Naja, warum auch nicht? Kann man ja mal machen. Und vernünftiger Sound hoffe ich doch zumindest, obwohl ich jetzt halt merke, ja, das ist vom dritten Level, ne, aus der dritten Dimension das Lied. Das ist ein bisschen leise, aber das kommt noch. Das wird gleich wohl aufdrehen, sobald die Pauken und Trompeten loslegen, dann geht es hier richtig rund. Naja, großartiges Spiel, hat immer noch den gleichen Suchtfaktor, wie ich auch merke. Das ist eine Sache, das kann man wirklich in ein paar Tagen einfach mal wieder durchknüppeln. Hat seine Stärken, hat seine Schwächen im Vergleich zum ersten, zum Turok 1. Ich habe sie jetzt quasi direkt hintereinander gespielt und aufgenommen. Und das 2 ist schon besser, hübscher, vielschichtiger, aber eben auch, gerade was das Schießen angeht, die Geschichte mit den Spawnern, das ist halt alles nicht so schick, weil die Gegner eben zu viele Situationen haben oder Phasen oder Frames oder wie auch immer, in denen die halt einfach nicht tot zu kriegen sind. Und das ist nicht so besonders schick. So, jetzt kommt die Musik langsam. Aber nicht so wirklich, ne? Na, ist auch egal. Dann rede ich halt mal nicht ganz so laut. In der Hoffnung, dass es dann wenigstens nicht so ein krasser Unterschied ist. Aber kriegen wir so nicht hin. Es geht aber eher darum, was ich jetzt hier noch zu melden habe. Das war es auf jeden Fall mit Turok 2 im Vergleich. Würde ich sagen, irgendwie ist der erste doch ein bisschen besser. Der ist runder, auch wenn sie beide jetzt mittlerweile perfekt laufen. Das war ja früher ein ganz großer Unterschied auf dem N64. Das hier war ja, naja, teilweise echt eine Katastrophe, das hier zu steuern. Vor allem mit der schönen, mit dem Controller-Pack, mit schöner Grafik. Ohne das Ganze lief das besser, aber trotzdem im Vergleich zum ersten Turok immer noch, naja, nicht ganz so schick. Deswegen war ich da nie so, gerade was die Steuerung angeht, nicht so überzeugt von diesem Titel hier. Aber naja, irgendwas ist ja immer. Ansonsten waffentechnisch hat alles Spaß gemacht. Schön auch, dass man hier mal die Nuke vorher benutzen konnte. Die habe ich jetzt in dem Kampf gar nicht eingesetzt. Fällt mir jetzt gerade mal so auf. Ja. Aber ich habe das ja, wie gesagt, glaube ich, 10, 15 Mal jetzt gemacht. Wenn das mal reicht, weil ich halt einfach gesagt habe, komm, ich mache die Aufnahme. Ich glaube, die letzte war doppelt so lang, also eine halbe Stunde. Ich glaube, sogar über eine halbe Stunde habe ich nur an dem Boss gesessen, habe den immer wieder gemacht, auch zwischengespeichert, dann am Schluss, weil es mir zu blöd wurde, so wie jetzt, und habe dann am Schluss einfach nur noch ich habe dem einfach nur aufs Maul gehauen, einmal, und dann geschaut, ob es wieder abschmiert, und es ist immer wieder abgeschmiert.
auch ein ganz, ganz, ganz großes Manko leider. Es läuft halt einfach nicht stabil. Und wenn man mal sucht, man findet etliche Leute, bei denen das genauso ist. Also das ist eine Sache, die haben sie nicht ganz so toll hinbekommen. Das Ding läuft alles andere als stabil. Und wenn man den Treiber aktualisiert, das habe ich ja im Lauf des Ganzen ja auch mehrmals hoch und runter verändert. Sieht irgendwie komisch aus, diese aufgeklebte Galaxie da hinten. Aber das ist leider der schlechtere Treiber. Kann man nichts machen. Ja, und was jetzt? Nichts. Okay, dann schauen wir uns das halt eine Weile an. Ja, auf jeden Fall sehr instabil das Ganze. Man kann mit Treibern hin und her und her und hin und es funktioniert halt mal, dann funktioniert es wieder nicht. Mal habe ich eine Aufnahme gestartet, abgebrochen, gestartet, abgebrochen, gestartet. Und dann ist noch eine halbe Stunde abgebrochen. Bei anderen Sessions habe ich dann mal eine Stunde durchzocken können oder anderthalb und das lief halt einwandfrei. Aber ja, jetzt ist es laut. Hervorragend. Ja, habe alles mal runtergestellt, jetzt im OpenGL eingestellt und alles ausgestellt zum Testen, ob das denn irgendwie hinzukriegen ist. Aber ich habe es nicht so wirklich hinbekommen. Genau, die Musik können wir jetzt ja mal da lassen, wo sie war. Schön hier unten irgendwo. Ja, auf jeden Fall ein sehr schönes Spiel. Mitwirkende, genau. Das bietet sich dran. Kam das nicht gerade eben schon? Egal, gucken wir uns das einfach nochmal an. Auf jeden Fall großartiges Spiel. Kann man auf jeden Fall weiterempfehlen. Gerade wenn es irgendwo im Angebot ist oder sowas. Das mal mitzunehmen, ist gar nicht mal so eine schlechte Idee. Jetzt höre ich gerade, dass die Musik hier wieder so leise ist. Egal, dann bleiben wir halt hierbei. Was soll man machen? Es ist ein ständiges Hin und Her und Hackmeck. Also war gar nicht so leicht, das aufzunehmen. Leider. Ich hatte eigentlich gedacht, das kann man mal so geschwind aufnehmen, aber mit den ganzen Crashes, Abstürzen, das war ein nicht ganz so tolles Erlebnis, muss ich sagen. Aber an sich, das Spiel macht halt Spaß. Das Gunplay stimmt, mal abgesehen, wie gesagt, von den Sachen. Füße sind quasi unantastbar, es sei denn natürlich durch den PFM-Layer. Das hat dann immer Spaß gemacht am Schluss. Es gibt tatsächlich Änderungen zur N64-Version, die auch wirklich bedeutend sind und super. Ne? Zum Beispiel Nuke-Waffen, da wird die Munition einfach mal so an einem Spawner bekommen. Und dass diese Minenleger, die Füße so rucki-zucki wegrammen, das ist natürlich auch toll. Ganze Gruppen lassen sich da mal geschwind mit ausrotten. Das macht dann schon eher Spaß. Oder Razorwind durch die Gegner durchjagen. Also die Waffen an sich sind wirklich super. Ja, alle haben ihre Daseinsberechtigung. Flammenwerfer zum Beispiel gegen diese Horden von Viechern oder irgendwie diese Eier oder Spinnen oder sowas. Das hat wunderbar funktioniert. Granaten natürlich bei allem, was ein bisschen dicker ist. Raketen später und so weiter und so fort. Plasma natürlich. Gegnern den Kopf wegschießen. Oder auf Entfernung am besten noch. Oder einfach mit der Firestorm Cannon reinrotzen. Max 6, die hat richtig Laune gemacht. Der Shredder, vor allem Explosivmunition, wo es die ganze Hütte bebt, weil die Geschosse überall durch die Gegend flitzen. Also muss man sagen, ist schon richtig, richtig gut. Hat wirklich Laune gemacht. Ja, jetzt ist es aber rum. Und ich glaube, nochmal machen wir das nicht. Und diese komische Ascension Mod. Ja, ich meine, ich könnte es im OpenGL-Dings durchziehen, ja, aber das lasse ich, glaube ich, mal. Das machen wir so nicht. Es läuft nicht ganz so prickelnd. Hat man wahrscheinlich jetzt im Video, ich muss mal die Aufnahme angucken. Ich glaube, da sieht man es auch. Das läuft einfach nicht so gut. Weil, naja, es ist halt OpenGL. Da ist der Direct 3D-Dinger schon wesentlich besser. Oder diese, ja, Direct 3D wird das sein, oder? Direct Draw, Direct X, ach, was weiß ich. Irgendwie sowas halt. Wo es dann, glaube ich, direkt von der Grafikkarte geht. Ich weiß es nicht. Das auf jeden Fall war es mit Turok 2. Nach Turok 1 haben wir jetzt die, ja, auf dem PC erhältlichen Turoks abgeschlossen, oder? Genau, Turok 3 ist nie für den PC erschienen. Ob die hier noch an einem Remake arbeiten, weiß ich nicht. Ich hoffe es zumindest mal, weil das würde ich wirklich gern in vernünftig spielen. Ist ja schon mal erwähnt, ich habe es mal auf dem N64 vor ein paar Monaten mal angespielt. Das ist leider... Ja, da muss man wirklich hart im Nehmen sein, sag ich mal. Das ist irgendwie nicht so toll. Da haben sie noch mal versucht, noch mehr rauszuholen, so am Ende des N64-Zyklus, aber... Ja, nee. Irgendwie habe ich da... Das kann ich nicht mehr tolerieren, so wie das läuft. Vor allem, wenn man die Grafik hochstellt, dann ist es ja noch schlimmer als das hier. Und wenn man es runterstellt, läuft es trotzdem nicht rund. Also, wie man es dreht und wendet, irgendwie ist das nichts. Mir hat das auf jeden Fall nie gefallen. Ich habe da so keine Bezüge dazu. Und Evolution zum Beispiel fand ich ja ganz toll auf dem, ganz toll, es ist ganz gut auf dem
GameCube, aber kriege ich das hier aufgenommen? Ich glaube nicht. Da brauche ich eine gescheite Capture Card oder sowas. Und die kosten halt auch eine Mark extra. Naja. Ansonsten, ja, was ist mit Turok? Damit haben wir beide jetzt nochmal in hübscher Optik, in hoffentlich vernünftigem Sound nochmal. Und das war's leider. Irgendwie schade. Weil mehr ist halt da leider nicht. Es gibt auch keine irgendwie, weiß nicht, Strategiespiele oder Action-RPG-Spielchen davon oder sowas. Das war es leider schon, soweit ich weiß. Da kriegt man also nicht viel mehr. Aber kann ich, wie gesagt, jedem nur empfehlen. Wer da Bock drauf hat, gerne mal mitnehmen. Das ist gar nicht so verkehrt. Ja, was gibt's noch zu sagen? Eigentlich nicht viel, außer dass es Spaß gemacht hat. Und dass auf dem Kanal ja mittlerweile schon, ich glaube, um die 2000 Videos sind. Also wer da irgendwas sucht, der wird, glaube ich, fündig werden. Habe ich so ganz stark die Vermutung. Was haben wir da gemacht? Wir haben, ja, noch mehr Shooter haben wir. Macht ja immer wieder mal Laune. Irgend so ein Ballerspielchen. Was haben wir noch? Sowas wie Descent haben wir schon durchgezogen. Ist sowas Ähnliches, bloß halt als Fliegevieh im Raum. Was haben wir noch? Ja, Rollenspiele haben wir. Action-Rollenspiele sind da. Keine Ahnung, Rennspiele, Fliegspiele, also wie Comanche oder sowas. Aufbauzeug. Also ist im Grunde genommen von allem etwas dabei. Man muss sich einfach nur umschauen und findet dann bestimmt was Sinniges. Ja, und im Grunde genommen bleibt mir nichts zu sagen als, ja, danke fürs Interesse. Könnt ihr mal schreiben, wer das Ganze hier bis zum Schluss sich durch angetan hat, beziehungsweise sich das von A bis Z gegeben hat. Es ist halt ein Spiel, das sehr, ja, ein bisschen komplexer ist vielleicht vom Aufbau, deswegen auch nicht so beliebt bei vielen, weil, naja, gut, im Remaster hat man zumindest diese lustigen Anzeigen, die einem sagen, hey, nimm mich mit oder hey, aktiviere mich und so weiter. Das habe ich alles komplett ausgestellt, wie auch das sich irgendwo hochziehen oder sowas, also ein paar Komfortfunktionen sind weg gewesen. Fadenkreuz habe ich mir mal gegönnt. Ansonsten war eigentlich alles soweit, also Weitsicht und sowas, klar, man kann da noch viel machen, aber ich wollte halt so ein bisschen dieses N64-Gefühl haben. Und das mit Reflexion und sowas, das ist ja nur so eine schöne Dreingabe, wie ich finde. Naja, viel mehr gibt es nicht zu sagen, das war es auf jeden Fall. Ich danke fürs Zuschauen und fürs Interesse und damit würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Projekt. Bis dahin, ciao, ciao.